Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Tearaway Unfolded. Da muss ich mich mal kurz anders ein bisschen hinsetzen. Langsam tut mir gerade Rücken weh. So, ich habe jetzt mal die PlayStation App runtergeladen. Auf der PlayStation App habe ich einfach nichts dazu gefunden, was ich da jetzt machen kann. Ich blick's irgendwie nicht so ganz. Hä? War der Weg schon die ganze Zeit da? Ja gut. Ich sag mal nichts dazu. Wenn der jetzt echt schon die ganze Zeit da war, dann ja. Das mit der Kamera habe ich zwar trotzdem noch nicht so ganz verstanden, was mir das bringen soll, aber ja gut. Die Singsang-Party beginnt jeden Augenblick. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es zusammenschneide. Vielleicht schneide ich das auch als einen Part, obwohl der eigentlich gerade lang genug. Ich glaube, ich lasse es einfach getrennte Folgen. Passt schon. Oh oh. Nein, das Trommeln ist noch nicht zu Ende. Sie werden den großen Apfel zum Faulen bringen. Oh nein. Der Apfel, der fault. So, wo bin ich denn da hinten? Und tschüss. Wow. Na komm. Und tschüss. Boom, baby. I saved your life. Der große Apfel wurde vom grünen Mann höchstpersönlich gepflanzt. Yeah. Jedes Jahr locken unsere Trommeln ihn aus dem Boden, damit er seine Samen verteilen kann. Yeah. Der Singsang-Erntebrecher wartet auf seine Opfergaben. Na dann. Okay, jetzt kriegt er einen Apfel. Pow. Holy! Das Erntefest ist abgeschlossen. Der Obstgarten ist gerettet. Ja, toll. Ist da noch drauf. Toll, mein Dings leuchtet nicht mehr so. Yeah, ich hab's geschafft, ich bin der Beste. Yeah, bin der Beste, der Beste.
Die Schnipsel haben fast unsere Party ruiniert. Ist es wahr, dass du dich aus dem Weg machst, das Loch im Himmel zu schließen? Wie kommst du da hoch? I don't know. Die Welt um dich herum will dir auf deiner Reise helfen. Du musst nur wissen, wie man fragt. Siehst du den Stein dort drüben? Legenden besagen, dass er alle Dinge näher in den Himmel heranbringt. Ein Stein. Ja. Tja, ich mag wohl nicht, er regiert nicht. Was nun? Rette die Sing Sing Party. Versuch's mal mit X. Ah, okay, ja gut. Was hab ich in deinem Gesicht in der Fresse? Achso, jetzt habe ich Hoden im Gesicht. Zurück nach unten mit einem Plumps. Nur keine Sorge, Iota. Die Geschichte fängt gerade erst an. Du hast einen guten Eindruck gemacht. Du hast Licht und Farbe gebracht. Und der Obstgarten singt. Aber ohne die Hilfe des Wesens wärst du nicht so weit gekommen, Iota. Wehr dich nicht gegen die Kräfte, die dich leiten. Wenn das Wesen will, dass du springst, dann spring! Viel Glück euch beiden! Yeah, ich kann ja jetzt springen. Coole Sache. Alles ziemlich bunt und krank. Wow. Wow. Du bist der Schlüssel der Löcher. Hier ist ein Schließmuskel oder was? Derjenige, der den Himmel wieder zusammenklebt, damit nichts Böses mehr herabfallen kann. Da musst du den Galgenhügel erklimmen, er ist der höchste Berg in Talfalte. Es erinnert alles an Arsch. Ich muss Löcher stopfen wie ein Arsch. Die Talfalte wie den Arsch. Es darf nichts herabfallen aus dem Loch wie beim Arsch. Im Spiel geht's nur um Ärsche. Manometer, ey. Hä? Ne, von da komme ich ja. Da lang muss ich. Hui! Ah. Los geht's! Auf in die wilde Reise! Jetzt weiß er wo mal. Habe ich da auch noch so ein Herz auf dem Hinterkopf kleben? So. Dum-d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 um.
wir jetzt machen. Hui, ein Regenbogen. Maibaumfelder. Was sind das für Mongo-Eichhörnchen? Meine Augen, diese Eichhörnchen treiben nur Unsinn. Jetzt haben sie auch noch meine Augen gestohlen, wie soll ich jetzt sehen? Es ist ein Wunder, ich habe wieder Augen und sie sind neu. Von wem hast du sie gestohlen? Ach, wen kümmert's? Ich kann sehen. Ja. Gut. Weiter geht's. Hä? So, ich kann ja drüber helfen. Ha! Neue Spielmechaniken und so. Dum, 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 dum. Wach auf, Blümchen, wach auf, Blümsche. Es gibt in unserer Welt viel zu tun und zu entdecken. Um den Status deines Abenteuers zu sehen, öffne einfach das Menü, in dem du die Optionstaste drückst. Ab. Auf diesen Feldern lebten früher jede Menge Schmetterlinge. Sie sind die Geister unserer Vorfahren, aber jetzt flattern sie nicht mehr unter uns. Bastle einen rechten Schmetterlingsflügel. Kann man schon durchgehen lassen. Die Schmetterlinge sind zurück. Unsere Vergangenheit hat uns nicht verlassen. Ich glaube, dort ist mein Opa. Was könnte man denn für lustige Flügel malen? Gucken wir doch mal, ob die das wirklich so machen. Das ist alles, was ich mal da reingelegt wird. Ja, gerade, woher das ist. Yeah, was für Mongo-Flügel, ja? Will nur was ausprobieren. Ja. Ja, die lassen wir so. Das sind die Megaflügler. Und zack, 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 zack. Oh, das beißt allen das Hässliche an. Ein großer Krieger und jetzt nur noch ein trauriges Schwein.
Irgendetwas ist mit ihm dort draußen geschehen. Er ist seine Kriegslust verloren. Ein einsames, verletztes Hausschwein, das so stolz ist, nach Hause zu gehen. Oh, armes Hausschwein. Es geht nicht um Stolz. Seit diese Kreatur von ihm gefallen sind und mich angegriffen haben, kann ich nicht mehr kämpfen. Mein linkes Auge ist so stark geschwollen, dass ich nicht mehr sehen kann, aber wer kann mir schon helfen? Der Bart des grünen Mannes, er hat einen sehr entschlossenen Blick. Du kannst den Durst nach Rache förmlich sehen, ich habe mit seinen Feinden Mitleid. Diese Viecher haben sich mit dem falschen Schwein angelegt, dafür werden sie bezahlen. Bring auf meinen Rücken, dann reiten wir gemeinsam in den ruhmreichen Kampf. Der kann beginnen. Yeah. Oh nein, meine Batterie ist gleich leer. Bam. In your face. Schweinchen-Pick. Kann ich ja noch irgendwas anderes machen? Und bounce. Bam. Wo können wir leuchten? Oink, oink. Na komm schon, aber die Steuerung ist echt madig. So. Was ist denn oben? Naja. Schwein ist zu fett. Yes, jumping pick. Hui, bam. Hä, nicht erwischt? Verdammt. Hui, oh.
Das war bisher das Lustigste am Spiel. Ja gut, dann bin ich halt wieder alleine unterwegs ohne meinen Piggy. Hallöchen. Hallöchen, Popöchen. Mein Name ist Penis im Gesicht. Sackgesicht. Yo. Yeah. Bist du die Person, von der unsere Freunde aus dem Obstgarten sprechen? Die, die zum Galgenhügel reist, um das Loch im Himmel zu schließen? Nimm dich vor den Krähen in der Nacht. Sie picken dich vor die Löcher und tragen deine Seele in die Wolken. Oh, jetzt haben die Krähen plötzlich doch noch Platz in der Geschichte. Yeah. Die meisten Leute haben sich in der Krähenmaschine untergestellt. Dort findest du bestimmt die Hilfe, die du benötigst. Ich brauche keine Hilfe, ich bin... Sackgesicht! Okay, diese Sackgesicht lösche ich jetzt mal. Und genauso wie... den Scheiß hier. Und... den Scheiß da. So. Jetzt sehen wir aus wie ein Held. So. Sollten langsam mal sehen, wozu diese Krähen wirklich imstande sind. Diebstahl! Hohoho. Schauen wir mal, wo uns das hinführt. Oh nein, sie haben irgendeinen Schlüssel geklaut, den ich nicht kenne, der mir egal ist. Oder kommen wir jetzt da nicht mehr rein? Nein, der Schlüssel, eine der Krähen hat ihn gestohlen. Wie komme ich jetzt in die Krähenscheune, um mich mit den anderen zu verstecken? Sehr. Shit happens. Na dann. Bring den Schlüssel zu mir zurück und dann können wir uns drin verstecken. Sonst werden wir beide noch ein Stück gepickt. Viel Glück und lass diese Krähen nicht deine Seele klauen. Yeah. Oh Gott, irgendwie ist es jetzt echt nicht so spannend, wie ich erhofft hatte. Ein bisschen mehr habe ich mir ja schon erwartet. Ich meine, ich mache jetzt auch nicht alles und mache sowieso keine 100% Let's Play hiervon. Aber irgendwie, ja. Weniger spannend als erwartet. Gib auf die Winde acht. Aha. Darmwinde, oder? Was rennt denn der jetzt so panisch in der? Solch Windstürme habe ich noch nie gesehen. Sie kommen von der Welt jenseits, wo die Geister leben. Sie müssen sauer auf uns sein. Vielleicht hast du sie sauer gemacht und jetzt schicken sie die Krähen, nur um uns zu bestrafen und unsere Seelen zu stehlen. Ja, jetzt bin ich wieder schuld. Ist klar. Ich bin wie ein Fels in der Brandung. Mich juckt das nicht. Hehehehe
St. Swithinmore. Jo. So, jetzt muss man also mit den Krähen rechnen. Ohne meine Hilfe wären diese Moore unmöglich. Die windigen Vögel schicken dich taumelnd durchs Gebüsch. Doch was, wenn das Wesen einen Sturm entfachen oder die Luft einfach nur leicht kräuseln lassen könnte? Ja, so könntet ihr einen Weg bahnen. Doch stürmischer Wind braucht Sturmwolken. Kreiere eine Wolke. Ha. Ah, so kann ich auch mal. Nee, Schneidewerkzeug. Streich auf dem Touchpad in die Richtung, in die er wehen soll. Probier es aus, wisch auf dem Touchpad nach oben, um die Krähen zu vergraulen. Habe ich komische Wolken erschaffen. Das ist der Schlüssel zur Krämerscheune, du musst ihn zurückholen. Wir können uns nirgendwo alles verstecken, folge diesen Krähen. Na dann. In meinen Megasturmwolken des Todes. Kein Problem. Was bist denn du für einer? Ja gut, das war vielleicht nicht die gescheiteste aller Ideen. So, jetzt gehen wir mal hier durch und dann so lang hier durch und nein, ab in den Tod. Kiste. Da geht's nicht weiter. So.
komme ich aber auch nirgendwo hin. Also muss ich hier oben rum. Frage ist nur, wo lang? Sind wir schon drüber. Wunderbar. Oh, hau doch nicht ab, blöde Krähe. Was geht denn mit dir? Schnipsel! Wo kommen die denn her? Was guckst du mich an? Das sind die Krähen. Ich hab doch gesagt, die sind schlau. Faszinierend. Der Kurier und das Wesen sind nicht die einzigen, die zusammenarbeiten. Oh nein, Schnipsel und Krähen. Schnipsel springen oft in die Luft, wenn sie angreifen. Wir werden den Mandel finden, um sie aus der Luft zu holen. Noch mehr. Weg mit euch allen. Hier drüben. Ja. Wo bin ich denn jetzt? Es ist eigentlich irgendwie so das Einhornparadies oder. Drum 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 drum. Ja. Wow. Ach du blöde Krähe. Ich krieg dich schon noch. Warte nur ab. Warte nur ab. Komme ich da jetzt hoch? So schon mal nicht. Oh nein. Ja, ich komme. Weg da. Was zur Hölle? Das war schon. Ja gut, war ja nicht so brutal. Zack. So, da lang. Komm rein, wir bringen uns mit starken Winden in Sicherheit und erzählen alte Geschichten. Sands Whiffenmoor war der Schauplatz vieler Schlachten in uralten Zeiten, weißt du?
aber nicht so alt wie der große Baum. Das ist der älteste aller Bäume. Ah ja, der ist aber nicht so groß wie der Galgenhügel. Solange ich denken kann, konnte noch nie jemand seinen Gipfel erklimmen. Na dann. Eine Reise, die ist lustig, eine Reise, die ist schön. Hollori, hollori, hollori. Ja, mal gucken. Wahrscheinlich muss ich ja doch auf dem Ding drauf. Hopp, hopp, hopp. Bleib jetzt ja auch stehen. So, zack, zack. Bäm, auf Anhieb. Ach man, bleib doch endlich stehen. Wie lange muss ich denn die Dinger noch verfolgen? Geh auch mal hier lang. Und dann darüber und dann darüber und dann. Du Mongo! Entschuldigung. Ja, nur kurz anders positionieren. Come on. Darüber. Nee, da muss ich hinkommen. Das heißt, ich muss da hinkommen. Ah. Idiot. So. So. Ach verdammt, das war falsch. So, da lang, da lang, da lang, da rüber muss ich. Ach, da komme ich gar nicht rüber, so. Muss ich irgendwie hier entlang? Ah, da unten. Da haben wir es doch.
Oh, nehmen wir noch nicht. Es geht weiter. Wuhu! Ja, das ist schon mal wieder eine super Kamera. Na kommt, greift mich an. Geht doch. Es tut mir so leid, ich war von der Begleiter zu abgelenkt, um dir zu helfen. Es macht so viel Spaß. Ein Wesen kann spielen, während ein anderes Wesen die Welt um sie herum verändert. Geil. Geil. So, kurzer Positionswechsel. Oh, mir tut nämlich langsam alles weh. So. Ja, das machen wir. So, jetzt. Das läuft doch schon besser. Ein bisschen Ding. Ein bisschen Dang. So, warte ganz kurz. Zack. Gehen wir mal mit dem. Ah, jetzt dürfte mir eigentlich auch ziemlich gut hören. Guck in den Eichhörnchenführer, um herauszufinden, wie du die Begleit-App bekommst. Nein. Oh. No. Hüpf. Oha. Das ist ein bisschen weit gewesen. Hui. Kicker. Ich glaube, das war eigentlich so von dem Programmieren auch nicht so gedacht, dass man das so machen kann. Einfach drüber hüpfen, über die Winde. Aber gut, so haben wir es rausgefunden, dass das auch geht. Hallöchen, bin gerade auf einem Abenteuer und später wieder zurück, Erdhörnchen. Wahrscheinlich haben wir den irgendwo finden sollen und mitnehmen sollen. Ja, gut. Hier oben. Dum 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 dum. Ich sehe ja nichts. Kann ich hier das runterschmeißen? Wenn ich in die falsche Richtung Wind mache? Nicht ganz. Ja.
Du wirst zu den Krähen zu kommen, ohne Flügel schaffst du das nicht. Ein mächtiger Windstoß hat den Pfad weggeweht, also kann jetzt niemand mehr hinüber. Ich habe eine Idee, bleib da stehen und halt dich fest, warte darauf, dass der Windstoß das Segel füllt. Ja gut. So geht's natürlich auch. Diese Krähe macht sich über uns lustig. Wenn wir sie doch nur von ihrer Stange schubsen könnten, damit ihr das Lachen vergeht. Das sieht wie ein schwerer Stein aus. Hilf ihnen mal sehen, ob du sie noch einen Schlüssel festhalten kannst. Ja. Durch die Macht des Zuwerfens ist der Stein jetzt in deinem Controller. Um ihn zurück in die Welt zu schmeißen, richte das Visier auf die Krähe und wische auf dem Touchpad nach oben. Die Krähen haben den Schlüssel in den Baum versteckt. Du musst die Eichhörnchen in den Baum werfen, um ihn zu finden. Neige den Controller nach oben und drücke Viereck, um das Eichhörnchen in deinen Controller zu werfen. Okay. Die vierte Wand wird es schön durchbrechen. Wo bist du? Hier. So, aber ich glaube, das Ganze gucken wir uns in der nächsten Folge an. Die Folge war schon wieder ziemlich lange. Ich hoffe auf jeden Fall, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Tear Away Unfolded. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.